Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Hype-Life-Video. Ja, gestern war tatsächlich ein relativ entspannter Tag und ein ruhiger Tag für uns. Wir haben nicht allzu viel geschafft, aber nichtsdestotrotz Wichtiges geschafft. Mein Mann und unser Gärtner haben nämlich den Gartenzaun in der Ecke positioniert. Wir sind also nochmal an unsere Freunde herangetreten und haben gesagt, die sollen uns nochmal drei, vier neue Zaunteile besorgen, sodass wir in der Ecke, die wir gebaut haben, oben den Zaun ein bisschen hochziehen können, verlängern können sozusagen, damit die Hunde da auch auf gar keinen Fall rüberhopsen können. Ihr wisst, in der Ecke da hinten war der Zaun, die Mauer nicht hoch genug, sodass wir Angst hatten, dass die Kangas sich eventuell auch an der neu konstruierten Steinmauer hochziehen. Und dementsprechend haben wir dann Bescheid gesagt, wir brauchen nochmal neue Zaunteile. Wir haben diesmal Zaunteile mit 1 Meter 10 oder so bestellt an der Höhe und dann, um die Sachen zu befestigen auf der Mauer, auch Zaunpfähle mitgekauft und haben uns das herbringen lassen. Netterweise sind die Freunde, die auf unsere Schafe aufpassen, auch immer bereit, uns zu helfen und haben uns das geholt. Und ja, dann konnten die beiden, ja, die Zäune da oben anbringen. Das war gar nicht so einfach, denn dort ist die LED-Kabellage verlegt. Das heißt, der Zaun muss so angebracht werden, dass die LEDs auch von den Hunden nicht zerstört werden können. Und ja, das haben die auch relativ langsam gemacht, haben auch immer wieder Pausen gemacht. Wir haben auch ja immer noch mal wieder was anderes zwischendurch erledigt. Der Pool wurde natürlich optimiert. Es kam endlich auch unser Poolmann am späten Nachmittag allerdings erst, sodass mein Mann die Gelegenheit genutzt hat, vorher noch mal selbst zum ersten Mal in den Pool zu steigen. Ihr wisst, er war noch nie drin und ich kann euch mal erzählen, dass mein Mann immer so ein paar Tage braucht, bevor er sich überwindet, da reinzugehen. Er schwimmt nicht gerne, er mag das Wasser auch nicht so gerne, er hat so ein bisschen Angst vorm Wasser und bevor er da reingeht, muss er den inneren Schweinehund immer erstmal überwinden. Das dauert ein paar Tage und gestern war es soweit. Ich habe euch da auch im Vlog mitgenommen, habe euch das erzählt, war ganz süß und fand er dann ja auch schön. Und er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre immer mal hier, sodass er immer mal wieder reingeht. Und ja, da auch wahrscheinlich diesmal die Phase nicht so langwierig war, bevor er sich überwinden konnte, da reinzugehen. Normalerweise am Anfang wurde er sich geweigert, ne? Er hat sich wochenlang geweigert, da reinzugehen, hat Angst davor und mag das nicht gerne, Wasser. Aber jetzt inzwischen hat der Pool ihm gezeigt, ich tue dir nichts Böses, ist alles gut. Und ja, dementsprechend ist die Kleine dann auch rein. Wir haben auch so eine Schwimmbrille von unserem Enkel noch gefunden und mit der haben sie beiden dann ein bisschen tauchen gespielt oder haben sie getaucht, fanden sie ganz lustig. Ich bin auch noch kurz rein, aber dann kam wieder unser Gärtner, der war nämlich in der Zwischenzeit weg gewesen, hat, glaube ich, so eine Mittagspause gemacht und dann haben sie noch ein bisschen gearbeitet, haben unten an der Pumpe noch ein bisschen rumgespielt, weil der Pumpentyp sollte ja kommen, der Pooltyp, um die Pumpe und um den Motor anzuschmeißen. Das wollten wir ja abwartend, haben wir das Wochenende ja verbracht. Er hatte die Chemikalien auch noch nicht drin, das sollte er dann auch noch machen. Er kam dann irgendwann und das ging dann auch relativ schnell, hat sie eingerichtet und dann war auch alles in Ordnung, hat die Chemikalien reingemacht und Chlor reingemacht. Jetzt stinkt das ganze Ding wieder ordentlich nach Chlor. Finde ich immer nicht so schön, aber ist halt so. Ne? Muss sein, die Pumpe läuft wie am Schnürchen. Am Abend haben wir dann noch Kakteenfrüchte, also diese Kaktusfrüchte, hat unser Gärtner gepflückt. Für die Kleine sollte sie mal essen. Sie hat sich das gewünscht. Das wollte sie mal probieren. Die hat mein Mann dann aufgeschnitten. Ich habe das Ganze auch noch mit gefilmt und habe euch das gezeigt. Und wie ich da ja letztes Jahr schon der Meinung war, da ist nicht viel lecker dran. Ich verstehe mal gar nicht, wie die Leute sagen: Oh, das ist richtig lecker. Ich finde das gar nicht lecker. Ich finde, das schmeckt eher nach nichts, wirklich absolut nach nichts. Und es sind auch richtig viele dicke Kerne drin. Das finde ich besonders unangenehm. Und mehr als Kerne, so ein bisschen Fruchtfleisch drumherum ist das nicht. Außerdem sind die noch nicht richtig reif.
Und die müssen noch mal so richtig orange-gelb sein. Und das sind die noch nicht. Aber man kann sie natürlich essen, aber wirklich null Geschmack. Ne? Naja, Enkelin war auch nicht so begeistert. Die hat dann ganz tapfer die ganzen Kerne runtergeschluckt, konnte aber auch nur einen Löffel. Und mein Mann, der schluckt ja alles. Der ist ein Naturbursche. Der hat das gegessen und fand das ganz toll. Ja, und dann haben wir Essen gekocht. Es wird ja inzwischen schon mal dunkel wieder. Die Männer haben sich noch ein bisschen draußen unterhalten und ich habe dann das gleiche Essen wieder gekocht wie immer mit Kartoffeln und Fleisch und so. Das essen sie alle gerne. Ich habe dann noch den alten Reis, den ich noch hatte, gegessen, habe ein bisschen Ketchup drauf und habe auch ein bisschen Fleisch gegessen, habe auch ein bisschen Gemüse mit den Menschen, mit unseren Leuten gegessen. Also es ging, langsam gewöhne ich mich vielleicht wieder dran oder mein Körper braucht wirklich Eisen, sodass ich da jetzt das nicht mehr ganz so eklig finde. Und dann habe ich noch Joghurt aufgemacht, den tollen Migros-Joghurt. Ich mag den richtig gerne, wenn ihr auch einen milden Joghurt mögt. Also der darf bei mir nicht so sauer sein. Also ich mag keinen säuerlichen Joghurt, der muss eher mild sein. Und das ist dieser Migros-Eigenmarken-Joghurt. Und der schmeckt sehr gut, ist auch sehr fest. Ich mag keinen labberigen, wässrigen Joghurt, also Naturjoghurt. Ne? Der muss schön fest sein, möglichst stichfest, richtig lecker. Ja, und dann habe ich meinen Mann überredet, das war ja inzwischen schon 21:45 Uhr, ne? Und der Abend war echt wieder kaputt, obwohl er nicht so viel gemacht hat. Deswegen habe ich es auch angesprochen, weil er war noch nicht müde, aber er war kaputt, ne? Trotzdem steckt natürlich die ganze Arbeit der letzten Wochen in den Knochen. Aber er war noch nicht so müde, habe ich gesagt, komm, lass uns doch noch mal nach Alanya fahren, ein bisschen an den Hafen, die Kleine noch ein bisschen spazieren führen. Die hat ja noch gar nicht, war noch gar nicht draußen und dann hat er sich bereit erklärt und dann sind wir mit dem Auto runter nach Alanya. Wisst, wir sind in Alanya Mahmudlar, das ist 10 Kilometer nach hinter Alanya. Müssen dann, um nach Alanya Stadt zu fahren, so 11 Kilometer wieder reinfahren, dauert meistens so eine halbe Stunde, weil der Verkehr doch relativ dicht es war, aber gestern gar nicht. Also wie gesagt, mein Eindruck ist wirklich, dass Alanya viel, viel leerer ist als sonst und nicht mehr ganz so dicht und besetzt wie noch in den letzten Jahren. Alanya selbst ist natürlich voll, ja, aber auf gar keinen Fall so voll wie in den letzten Jahren. Du kamst gar nicht voran, so voll war das. Natürlich war die Disco-Meile, in der wir dann auch noch waren, richtig voll und voll Stimmung wie immer, aber nicht wie in den letzten Jahren, das kann man nicht vergleichen. Deswegen macht sich eindeutig bemerkbar hier, dass die Russen nicht mehr da sind und dass vielleicht auch die Touristen nicht mehr so kommen wie noch in den letzten Jahren. Ja, zuerst sind wir jedenfalls am Hafen vorbei. Da hat die Kleine dann noch Zuckerwatte entdeckt und ich habe zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder ein Stück Zuckerwatte in den Mund gesteckt. Hat ganz gut geschmeckt, aber was ich nicht so gern mochte, ist, dass das dann so Zuckerkörner natürlich am Gaumen sich bilden. Aber erstmal ein schöner, leckerer Schaum. Viermal habe ich so eine Zuckerwatte in den Mund gesteckt. Hat eine mittelgroße Zuckerwatte, die aber auch wirklich richtig groß war, 2 € gekostet umgerechnet. Und ja, mein Mann hat sowas ja noch nie gesehen und da musste er dann auch mal probieren. Aber ja, muss nicht sein, sagt er. Ja, sind wir spazieren gegangen bis hoch zum Roten Turm, haben da ein paar Fotos gemacht, sind dann durch die Disco-Meile gegangen, also wirklich wahnsinnig laut, ne? Leute alle besüffelt und also ich habe mir auch gedacht, mein Gott, wie kann man sich in dieses Getümmel begeben? Ne? Also wie kann man sich so, also ich kann es immer noch nicht verstehen, warum man sich betrinken muss, aber gut, da bin ich vielleicht ein bisschen prüde, ich weiß es nicht, aber ich verstehe nicht, warum man Alkohol trinken muss, ich kann es wirklich nicht begreifen, aber gut. Und wir haben einige besoffene Leute gesehen und was ich wirklich gar nicht schön fand. Und naja, gut, sind dann da wieder raus und langsam auch wieder Richtung Auto stapfend nach Hause. Ich würde mal sagen, wir waren so 22:45 Uhr oder so, waren wir wieder zu Hause. War ein schöner kleiner Ausflug. Mein Mann hat dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt, die Kleine ging dann ins Bett. Und wir hatten vorher noch Getränke gekauft in einem Kiosk hier unten, weil mein Mann hatte sein Sprudelwasser nicht mehr. Davon haben wir noch ein bisschen getrunken und ich habe dann angefangen zu schneiden. Ich war erst um 13:30 Uhr fertig, logischerweise war richtig spät angefangen. Ich habe auch ein, zwei Videos gelassen, die habe ich dann heute Morgen noch geschnitten. Zum Glück ist das schnell hochgeladen, weil ich habe wirklich den Eindruck, dass auch das Internet hier besser ist, weil eben nicht so viele Leute drin sind wie noch in den letzten Sommermonaten. Ne? Apropos Internet, ich muss unbedingt meinen Internetvertrag verlängern. Das darf ich nicht vergessen. Vielleicht mache ich das heute mal. Schreibe ich mal auf meine To-Do-Liste. Ich würde lieber nach Antalya fahren, nach Alanya fahren und das machen, weil
Ich kann das auch hier unten machen, in Mahmutla, in dem Akdeniz Einkaufszentrum. Aber das ist so laut da unten. Ich kann die Leute gar nicht so richtig verstehen. Und ich habe auch das Gefühl, die sind so ein bisschen inkompetent, bis auf die Frau mit dem Kopftuch, aber die ist nicht immer da. Und die anderen, finde ich, sind nicht so, haben es nicht so drauf, glaube ich. Deswegen vielleicht fahre ich lieber wie immer nach Alanya und lasse mich nochmal richtig beraten. Vielleicht kriege ich nochmal ein bisschen eine schnellere Leitung für nicht ganz so viel Geld mehr. Schauen wir mal. Ja, mein Lieben, das war unser gestriger Tag. Er ist relativ ruhig verlaufen und sehr schön geendet. Der Ausflug nach Alanya hat uns allen viel Spaß gemacht, war mal eine Abwechslung. Ich war lange nicht in Alanya. Ich bin lange nicht dort spazieren gegangen. Das habe ich mit meinem Sohn letztes Mal gemacht, als ich hier war. Ich glaube im Februar. Und insofern ein schönes Wiedersehen in Alanya immer wieder. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.